Danke. Für irgendwelche. Genau, und möchte erstmal sagen, dass ich in unserer Runde Marek Brunner begrüße. Vielen Dank auch nochmal, dass ihr das so toll aufgebaut habt da draußen. Ohne das wäre es wohl nur die halbe Miete gewesen. Vielen Dank auch an die Techniker, das war absolut hervorragend. Seit heute Nacht um 2 haben wir gesessen. Oh, Wahnsinn. Super Technik, war sehr schön, hat gut geklappt. Robert, du kommst auch her, ne? Okay. Marek Brunner ist Leiter des Testsbereichs bei der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle USK und du testest dort seit 1994 Computerspiele. Genau. Richtig. Und inzwischen auch VR-Spiele. Und vielleicht kannst du uns kurz noch erklären, wie viel hast du bereits getestet? Also insgesamt hatten wir jetzt über 70 verschiedene Produktionen gehabt. Davon waren fast 60 echte Spiele gewesen. Die meisten davon, muss man aber nochmal unterteilen, sind eben Experiences, wie wir es nennen. Das heißt, kaum jemand wagt sich an echte, große VR-Spiele ran, so wie sie halt Gamer mögen. 60 Stunden hintereinander weg die Nacht durchzocken, sondern das sind aller eher kurze Experiences. 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten. Und alle Gamer sagen immer, wir brauchen das komplette Paket. Wir wollen im Witcher oder in virtuellen Welten, wir wollen in Fantasy-Welten unterwegs sein. Und die Produzenten sagen immer, erstens, das ist schweineteuer. Zweitens, ihr seid eine extrem kleine Zielgruppe. Und drittens, ihr würdet euch die Seele aus dem Leib kotzen. Und sie haben mit allen drei Punkten recht. Mhm. Wie aufwendig ist es, so ein Spiel zu testen eigentlich? Wir haben ja hier schon ein bisschen gesehen, was man da für Technikaufbauten für braucht. Habt ihr da so eine richtige Kammer, wo ihr drin spielt? Wir haben einen sehr großen Testraum und da haben wir die hintere Hälfte komplett freigeräumt und haben die so zu so einer VR-Arena sozusagen gemacht, weil eben auch der Raum komplett frei sein muss. Ihr habt ja gemerkt, dass es da gerade bei der Roomscale nötig ist, dass man wirklich viel freien Platz hat und wir haben da so 18 oder 20 Quadratmeter. Das heißt aber auch für die anderen Sichter, jede Schranktür muss bitte zu sein. Es geht nicht, dass man an einem VR-spielenden Typen leise vorbeigeht und die Schranktür auflässt. Die knallen uns halt voll dagegen. Mhm. Und deswegen ist es eine sehr wichtige Ruhezone, bei der wir auch darauf achten, dass es, ja, ich habe es schon vorhin gesagt, keine Selfies, es wird keiner erschrocken und es wird keiner verarscht. Das ist wirklich sehr wichtig. Die Leute erschrecken sich richtig doll und wir haben Sichter und Sichterinnen, die kommen mit VR sehr gut klar. 3 Stunden am Stück ist für einige gar kein Problem. Wir haben andere, die haben sofort die Simulator Sickness und nach 10 Minuten steigen die komplett aus. Es liegt aber auch daran, dass wir halt schon seit 4 Jahren bei VR dabei sind. Die ersten Brillen hatten wir halt wirklich schon vor sehr, sehr langer Zeit. Da hat es technisch einfach noch nicht so gut geklappt. Jetzt gerade reden wir von Brillen, die ungefähr 90 bis 120 Bilder pro Sekunde bringen können. Damals haben wir bei 40 Bildern pro Sekunde angefangen. Halb, also 20 pro Auge. Das geht für einen Zeichentrickfilm noch, aber bei einem anderen tut es einfach nur extrem weh. Was sind das für Spiele, also inhaltlich? Wir haben eigentlich alles dabei. Wir haben viele Nuller dabei, also einfach nur das bloße Erleben einer Welt. Man läuft irgendwo lang, muss irgendwas aufmachen, muss irgendwas schließen, muss irgendwas tätscheln und hätscheln, habt ihr auch draußen gesehen. Ein sehr großer Teil sind aber auch Horror-Games. Das heißt, viele Spieler lieben es einfach, sich dann noch tiefer in die VR-Horror-Geschichte reinfallen zu lassen. Und der Rest sind sehr viele Cockpit-Games, ein Genre, was wir jetzt ganz lange nicht mehr hatten. Aber da eben gerade zum Beispiel die PlayStation VR und die Oculus für diese Seated Experience perfekt sind, muss auch das Alignment stimmen. Das heißt, auch das Spiel muss im Sitzen stattfinden. Und da eignen sich natürlich Cockpit-Games am allerbesten. Das heißt, Autorennen, wir sind im Hubschrauber unterwegs, im Panzer, rauschen auf irgendeinem Shuttle durch die Gegend. Das sind so die Sachen, die wir sehen. Also viel Horror und viel Cockpit. Aber die Simulator-Sickness, also das ist aber nicht jugendschutzrelevant, oder? Nee, das ist, dann würden wir auch das Problem haben, dass wir natürlich sowas wie Epilepsie jugendschutzrelevant werden müssen. Das sind einfach Punkte, die da aus der Prüfung ausgenommen werden müssen. Mhm. Ja, aber dennoch spielt natürlich Hektik, Druck auf die Spielfigur, Druck auf den Spieler eine Rolle. Das mit dem persönlichen Raum, was vorhin gesagt wurde, ist einfach extrem wichtig. Wie dicht kommen andere Figuren ran? Wir hatten ein Spiel, du musst einfach nur, Tumble war es, PlayStation VR, man muss einfach nur Klötzchen stapeln. Ganz harmlos, es wäre überall in der Welt eine USK 0 gewesen, aber man hat unter sich einen tiefen Abgrund. Man steht auf einem kleinen Feld, wie in Tron sozusagen. Man steht auf einem kleinen Feld und kann halt tief runter gucken. Und das war für das Gremium Grund genug, hier von einer 0, die üblicherweise in dem Genre logisch wäre, auf eine 6 zu gehen, weil es einfach ein sehr bedruckendes Gefühl war. Das wäre meine Frage noch gewesen. Also sind die Bewertungen höher, also tendenziell, als zu normalen Spielen?
Wir sehen es eigentlich bei jeder Technikänderung, dass wir am Anfang einen höheren Ausschlag haben. Das war so bei Motion Control, als die Wii kam und man damit anfangen konnte, irgendwelche Gegner zu verprügeln. Oder als wir Lightgun-Shooter zur PlayStation 2 und Dreamcast-Zeit hatten, wo man mit Plastikwaffen auf den Bildschirm schießen konnte. Es war halt eine höhere Immersion im Spiel. Die Ratings gehen erst ein bisschen hoch und danach, nachdem das durch alle Gutachter durchgegangen ist, Herr Pfeiffer würde sagen, im Drachenblut gebadet, ist es dann eben so, dass es sich auf ein Normallevel reduziert, je mehr es eben in den Massenmarkt eindringt und man diese Unsicherheit der einzelnen Gremium dann wieder verliert und auf ein Normallevel geht. Jetzt sehen wir zum Beispiel bei den Cockpit-Games, sehr gutes Beispiel ist Eve Valkyrie, ja ein Weltallspiel, das hat eben ohne VR eine 12 bekommen und mit VR auch eine 12 bekommen. Es soll ja jetzt um die Risiken gehen. Ich will nur vorsorglich sagen, Sie dürfen natürlich auch Fragen stellen. Ich würde kurz ein bisschen die Runde befragen, aber wer eine Frage loswerden möchte, bitte melden und der oder diejenige bekommt dann auch gleich ein Mikrofon. Bevor ich auf die Wirkung zu sprechen komme, Robert, du hast da nämlich was mitgebracht, extra aus Paris. Das passt nämlich sehr gut zum Jugendschutz. Genau, erklär doch mal. Ich kann nicht sagen, was es ist. Ich habe gestern gefrühstückt und mach ich nicht jeden Tag, aber fast. Und das sind so spezielle Kelloggs für Kinder unter 10. Also zwischen, ich würde sagen, das essen Kinder zwischen 3 und 10. Die sind besonders ekelhaft mit so Schokolade drin. Und und da kann man jetzt so ein Headset gewinnen und einen Horrorfilm runterladen von Kelloggs. Der Headset wird zugeschickt. Also mit der Horrorfilm sind dann, glaube ich, diese Kelloggs-Monster. Aber ich war doch überrascht, weil immer wenn ich dieses Gerät aufmache, dann erscheint da, diese Filme dürfen erst Kinder, Menschen ab 13 Jahren sehen. Das heißt, überhaupt einen Film zu sehen, da hatte ich meinen eigenen Kindern schon, sozusagen, habe ich mir gesagt, das kann ich denen ja gar nicht zeigen. Ich darf denen ja nicht mal zeigen, jetzt wenn da ein Konzert ist oder sowas, irgendwas, wo ich denke, das müsste eigentlich kinderfrei, jugendfrei sein. Mhm. Und dann ist das aber hier für schon Dreijährige so, dass sie sich was runterladen sollen. Und Also Jugendschutz in Frankreich ist nicht auf der Höhe der Zeit sozusagen, zumindest was VR betrifft, war so der Eindruck ein bisschen. Wie wäre das in Deutschland, ist meine Frage, ich weiß es nicht. Wenn es in Deutschland eine App wäre, dann würde die eben geratet sein. Das heißt, ja. Die Brille an sich macht ja an sich noch keinen Schaden, solange kein Inhalt dazu gegeben ist. Mhm. Lupen werden ja auch frei verkauft. Aber wenn die Inhalte dazu kommen, die eben über den App Store geladen werden können oder über USK-Plattformen, dann tragen die natürlich das entsprechende Rating. Dann ist es dann eine 12 oder eine 16. Vielleicht ist es aber auch bei Kelloggs Monsters wirklich nur eine 6. Das kann natürlich sein. Das müsste man sich dann den Inhalt angucken. Ich bin ein Freund davon, sich Inhalte anzugucken. Ja, sehr gut. Thilo Hartmann, wenn wir auf die Wirkungsrisiken schauen, die ja für den Jugendschutz von Bedeutung sind, Sie haben es ja vorhin auch im Vortrag schon ziemlich drastisch angerissen, es klang auch so ein bisschen pessimistisch, aber ist ja auch okay. Welche Wirkungsrisiken sehen Sie für Kinder und Jugendliche? Ja, das ist eine gute und auch schwierige Frage. Man muss halt doch auch hier nochmal die Modelle hervorkramen, wo sich Erwachsene von Kindern und Jugendlichen unterscheiden sozusagen und jetzt ganz spezifisch auf die Effekte, die wir jetzt kennen von VR, auch mal überprüfen, warum das überhaupt bei Kindern und Jugendlichen anders sein soll und inwiefern das anders sein soll. Also ich denke generell, wir wissen ja noch nicht so viel, aber so bestimmte Sachen, da haben wir schon eine Ahnung, zum Beispiel die Distanzierungsmöglichkeiten, Einordnungsmöglichkeiten zu sagen, das ist ja doch nicht real oder das ist eben jetzt nur ein VR und das ist eigentlich nicht so schlimm, was ich da gerade selber gemacht habe oder was mir gerade passiert ist, das ist nicht wirklich passiert. Da würde ich natürlich schon sagen, dass da nach wie vor auch Kinder und Jugendliche, dass das denen schwerer fällt als zum Beispiel Erwachsenen. Und gerade weil dann der erste Eindruck doch eindrücklicher ist, also die Intensität zum Beispiel, dass die Erregung größer ist, die Emotion stärker ausschlägt, wird es halt hier noch wichtiger, darüber nachzudenken, sage ich erstmal, bei Kindern und Jugendlichen. Wie einfach ist es, die Risiken zu erkennen? Weil mein Eindruck ist, du hattest es, Robert, am Ende mit deinem schönen Schlusswort auch schon so ein bisschen angerissen. Es geht ja immer ums Ich auch, ja, also um das Ich, wie ich individuell etwas empfinde. Und dieses Ich ist in der digitalen Welt ja eh schon attackiert von 1000 möglichen Impulsen. Und jetzt kommt noch virtuelle Realität hinzu, die bringt uns dann noch mehr durcheinander, sodass man irgendwie noch weniger am Ende weiß, wer ist man eigentlich. Und das ist aber bei jedem individuell anders. Wie kann man das stimmig irgendwie in Kategorien bringen oder auf den Nenner bringen? In die Runde gefragt. Ja, das ist schwierig. Also wenn ich die Frage richtig verstehe, geht es darum, stimmig auf den Nenner bringen, wie können wir das systematisch begreifen? Da es bei jedem ja sehr anders ist und immer mehr anders wird vielleicht.
Na gut, als Wissenschaftler sage ich natürlich, wir brauchen systematische empirische Forschung, die sozusagen natürlich viel auf Durchschnittswerte guckt, statistisch und so, und sagt jetzt mal erstmal in der gesamten, im gesamten Sample, gesamten Stichprobe, sieht das im Durchschnitt erstmal so aus. Dann können wir nach Frauen und Männern unterscheiden und uns bestimmte sogenannte Moderatoren angucken, also Sachen, wo es sagt, bei denen ist es vor allen Dingen so, bei denen ist es ein bisschen weniger so. Risikogruppen identifizieren, das ist eigentlich das normale systematische Forschungsprogramm, was wir eigentlich ausrollen müssen, um den Grund, den gemeinsamen Nenner zu finden, in dem Fall. Aber das ist natürlich jetzt eine sehr technische Antwort irgendwie auch. Mhm. Naja gut, wir brauchen Forschung. Dann käme der Deutsche Jugendschutz und würde dann immer sagen, wir gucken erstmal auf den Gefährdungsgeneigten und auf den Jüngsten der Altersgruppe, was immer noch ein extrem scharfes Schwert ist. Das ist eigentlich, wir haben so mit den härtesten Jugendschutz weltweit und der würde in dem Moment auch sehr stark greifen, weil wir sehr starke Gutachter haben, die natürlich bei einer Gruppe von 6 bis 11 immer auf den 6-Jährigen gucken und nicht auf den 11, fast 12-Jährigen. Aus anekdotischer Erfahrung weiß ich, dass der physiologische, sagen wir mal, die physiologische Wirkung von Virtual Reality, die ist super individuell. Also wir haben ja bei Jugendschutz haben wir sozusagen die emotionale Individualität, aber hier haben wir auch noch diesen physiologischen Faktor. Es gibt also Leute, die lassen sich von Virtual Reality überhaupt nicht beeindrucken. Also ich habe Leute gesehen, wir hatten ja viel über Höhe heute gesprochen, also das haben wir alle irgendwie Sachen erzählt, dass Leute Angst vor Höhe haben, also bei Tumble VR, wo man so nach unten guckt, aber ich habe Leute gesehen, die kratzen es überhaupt nicht. Die setzen sich so eine Brille auf und sagen, ach, wieso? Und dann stehen die da im Nichts und würden eigentlich runterfallen. Ist aber wie im echten Leben, oder? Ich meine, im echten Leben ist es ja auch so. Ja, kann sein. Aber das, deswegen finde ich das sehr, sehr schwierig, sowas zu beurteilen, wie stark das auf Leute einwirkt. Ne? Also Ich glaube, das ist so Grunddisposition vielleicht nochmal verstärkt, weil ich zum Beispiel habe Höhenangst und als ich da stehen musste, konnte ich nicht bis nach vorne gehen, obwohl ich wusste, dass es nur eine Brille ist. Aber ich glaube, das hat nicht mal nur damit zu tun, sondern auch damit, wie Virtual Reality auf Leute wirkt. Also dieses, es gibt glaube ich in der Filmsprache, wie heißt das nochmal, dass man sozusagen sein Suspension of Disbelief, also dass man sozusagen abstellt, dass man das für wahr hält, was man sieht, dass man diesen Switch im Kopf umstellt, von wegen, ich sitze hier nicht im Kino, sondern es ist wahr, das können einige Leute besser als andere. Und einige Leute wissen halt sehr, sehr stark, dass sie gerade ein Virtual Reality Headset aufhaben und deswegen interessiert es sie nicht so doll. Also oder vielleicht hat es auch was mit Wollen zu tun. Also ich bin Virtual Reality Fan und ich will das glauben, was da passiert, weil ich das toll finde, da so rein zu schwuppen in diese virtuelle Welt. Aber es gibt sicher auch Leute, die finden das doof und sperren sich im Kopf dagegen. Ich meine, das ist ja bei jedem Geschichtenerzähler immer das Gleiche. Wenn ich jetzt einen Roman schreibe, ist das Wichtigste, dass der Leser vergisst, dass er einen Roman liest. Genau. Das ist das erste Ziel des Autors. Das zweite Ziel ist, ihm irgendetwas zu erzählen und irgendeine Message zu haben und so weiter. Aber das ist sozusagen das Handwerk. Wenn ich jetzt einen Film mache, ist das Wichtigste, dass der Zuschauer vergisst, dass er einen Film sieht, dass er einfach voll in dieser Welt ist. Und bei guten Filmen klappt das ja auch. Wenn der Film schlecht ist, dann denke ich darüber nach, was haben die denn da für eine Kamera verwendet? Weißt du so, aber bei einem guten Film ist das noch nie passiert. Ja, ja stimmt. Und so ist es natürlich auch mit Projekten, wird es auch da mit dem neuen Format zu sein. Wenn ich ganz kurz dazwischen grätschen darf, also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so ein bisschen kippt eigentlich bisher, also Suspension of Disbelief, da hört sich immer noch so an, man will das glauben und dann entsteht es. Jetzt in der Forschung nehmen wir immer mehr an, man wird eigentlich erst überrumpelt, man hat den sensorischen Eindruck, ich fühle mich präsent, das kann ich nun wollen oder nicht wollen. Es ist einfach so, weil unsere menschlichen Körper so funktionieren. Mhm. Und dann ist die große Frage, kann ich das nachträglich noch ein bisschen runterregulieren, indem ich sage, ich will jetzt nicht präsent sein. Stimmt, ja. Und das wird aber bei VR, ist das gar nicht mehr so einfach, weil die Möglichkeiten irgendwo auch ein bisschen langsam fehlen. Im Film kann ich weggucken, im Buch ist es sowieso symbolisch, muss ich viel mehr kognitive Arbeit machen, da ist die Bruchstelle viel größer. In der VR ist es gar nicht mehr so einfach zu sagen, ich will das jetzt nicht. Na gut, aber ich begebe mich ja noch zumindest ja freiwillig da rein. Insofern die Grundsatzentscheidung hat man natürlich. Ist es ja etwas, was ich mit mir bewusst machen lasse. Also ganz unbewusst ist es ja dann nicht, zumindest noch nicht. Ich weiß ja nicht alles, was mich da erwartet. Das ist so ein bisschen so, ich reise jetzt mal nach Afrika und dann gucke ich mal, wie das so ist. Da weiß ich auch nicht alles exakt, ob mich der Löwe da, wem ich da begegne, sage ich mal. Ich meine, selbst auch beim Spiel denke ich, sage ich, okay, jetzt Horrorfilm, Horror-VR-Game, da klar, stelle ich mich ein bisschen drauf ein, aber ganz genau weiß ich natürlich auch nicht,
was mich da erwartet. Und das kann durchaus auch erschreckende Ausmaße anscheinend ja annehmen. Also erschreckend in dem Sinne, dass ich sage, huch, das war jetzt aber wirklich intensiv. Mhm. So, jetzt auch mit der Geisterbahn. Also du gehst in die Geisterbahn rein und du sagst, ich will mich nicht erschrecken, ich werde mich nicht erschrecken, du kriegst mich nicht. Und dann ist es soweit. Im Film ist es ja genauso in den letzten Jahren noch unterlegt durch diesen kurzen Soundeffekt, der kurz vorm eigentlichen Schreck noch kommt. Da wird auch der Zuschauer immer wieder überrumpelt und dagegen kann man nichts machen. Wahrscheinlich ist es mit der Presence genau das Gleiche. Wenn es einfach gut gemacht ist, dann wird es dich einfach packen. Ja, aber ich gehe dann eben nicht nochmal in die Geisterbahn, wenn es so schlimm war. Genau, das kann man machen. Ja. Ja. So, es gibt eine Frage aus dem Publikum, mit dem Mikro bitte. Hier. Ich finde das jetzt eigentlich gerade eine ganz, ganz spannende Frage, weil irgendwie wird ja jetzt so ein bisschen diskutiert, Inhalt, Technologie und also sozusagen, was packt mich dann eigentlich? Packt mich jetzt die Technologie? Also natürlich ist Virtual Reality eine andere Technologie als das, was wir bisher hatten oder ist eben jetzt sozusagen mit das Neueste. Gleichzeitig denke ich aber, hat der Inhalt ja auch noch eine große Bedeutung und ich habe immer mehr das Gefühl, zumindest habe ich jetzt schon ziemlich verschiedene Sachen mit virtuell, also mit den Brillen eben gesehen, dass es ja ganz stark davon abhängt, also im Grunde genommen, wie Inhalt oder wie das, was mir eben da begegnet und die Technologie sozusagen korrespondieren. Also wie kommt das zusammen und wie kann mich das gemeinschaftlich quasi also mitnehmen oder immersiv auf mich einwirken? Weil auch wenn ich noch so eine tolle Technologie habe, aber der Inhalt sozusagen nicht irgendwo anknüpft, sei es jetzt an meinem Erfahrungshorizont oder sei es, dass es schlecht gemacht ist. Ich meine, da gibt es ja nun verschiedene, es gibt da ja verschiedene Anknüpfungspunkte. Ich glaube, dann wird mich auch die Technologie nicht packen, sondern dass das sozusagen tatsächlich auch zusammenhängt, wie beides miteinander korrespondiert, wie das sozusagen in meine Lebenswelt eingreift und was das letztendlich dann auch mit mir macht. Also ich finde es schwierig, sozusagen so Technologie und Inhalt so unabhängig voneinander zu diskutieren. Also wir merken, dass schlechte Spiele immer vom Jugendschutz gnädiger bewertet werden, das muss man ganz klar sagen. In dem Moment, wenn ein Spiel halt nicht stringent Sachen erzählt oder irgendwo hopsen noch Charaktere durch die Gegend, die da nicht hingehören oder der Sound ist nicht ordentlich oder die Vertonung ist richtig schlimm oder die Synchro, dann fehlt immer der Übertragungskanal zwischen Spieler und Spiel, ist dann einfach viel schmaler, weil es zu viel gibt, was er einfach nicht glauben kann. Und genau die gleiche Regel gilt für Film und für Kino und für Bücher. Je breiter dieser Glaubenskanal ist, umso eher lässt sich ein Spieler oder ein Zuschauer halt packen. Und deswegen, ja, Technik und Spieldesign gehen da auf jeden Fall Hand in Hand. Und wenn wir uns die besten Produktionen angucken, da schlüpfst du rein und bist drin. Und bei den schlechtesten gibt es halt gerade in dieser Startphase, die jetzt auch schon wieder für uns halt 5 Jahre dauert, gibt es halt so viele technische Probleme noch, die einfach dieses Gameplay gar nicht mehr durchscheinen lassen. Wir sehen eben die ganze Palette von großen Produktionen für mehrere Millionen Dollar bis zu ganz kleinen Zwei-Mann-Produktionen. Und da achten die Gutachter auch sehr genau darauf, wie viel überträgt sich eigentlich auf den Spieler? Das ist immer einer unserer Hauptpunkte bei der Diskussion. Aber ich glaube eben nicht nur an die Technik. Also das Übertragung eben wirklich auch, was kommt vom Game Design und vom Gameplay herüber? Wie glaubwürdig ist die Welt? Es gibt halt im Spiel immer den Riesenunterschied zwischen Realitätsnähe und Glaubwürdigkeit. Und eine glaubwürdige Welt kann auch eine sein mit 3 Meter großen Viechern und blauen Pferden. Das funktioniert auch sehr gut, weil es einfach in sich eine geschlossene Welt ist. Aber das ist in der VR eigentlich relativ gegeben und auch zwischen Menschen auch gar nicht so unterschiedlich. Gegen das Präsenzgefühl kann man sich nicht erwehren. Dass man erstmal präsent ist und die Dinge zu einem kommen und mir passieren, das geht allen Menschen so. Ob sie einen dann interessieren, ist natürlich wieder, also das ist dann bereichsspezifisch. Ist das mein Interessegebiet? Ist das eine Umwelt, die mich interessiert? Aber erstmal die grundsätzliche Immersion, dieses grundsätzliche Involvement, das kann man nicht stoppen. Deswegen denke ich schon, dass wir die 2 Ebenen unterscheiden müssen. Dass alle werden sich präsent fühlen, die in der VR sind, aber einige wird es dann packen, weil das ihr Themenbereich ist, sag ich mal, oder so. Das ist dann nochmal eine stärkere Involvierungsstufe, als die anderen, die sagen, es ist total langweilig hier. Ich bin ja zwar in diesem Raum, aber das ödet mich an. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Marek, es gibt ja Kriterien, wenn ihr Spiele bewertet oder wenn Dinge auf Jugendschutz hin bewertet werden, da gibt es ja diese 3 Risikodimensionen, also ob es Gewalt fördert, ob es ängstigt oder sozialethisch desorientiert. Braucht man für VR noch neue Kriterien? Muss man Neues hinzufügen? Wir glauben eigentlich nicht, weil
was wir bisher gesehen haben, war auch schon, dass wir bei kleinen Displays immer gesagt haben, das ist ziemlich weit weg und dann ist der Eindruck nicht so groß. Und dann guckt man sich an, wie Kinder mit kleinen Displays umgehen und sie haben sie halt 20 Zentimeter vorm Auge und haben damit einen Fernseher, der 2,5 Meter groß ist, direkt vorm Auge. Also diese Immersion, wie funktionieren Spiele, daran haben wir schon immer eben mitgedacht. Was diese Präsenz bringt, ob jetzt in der ersten technischen Ebene oder in der zweiten Gameplay-Ebene, das wird man sehen. Die Jugendschützer sind aber eben auf dem Stand, dass jemand, der sich bewusst diesem Spiel aussetzt, damit auch schon einen gewissen Umgang und eine gewisse Erfahrung hat. Deswegen finden wir, dass weiterhin unsere Regeln gelten. Das liegt auch daran, dass wir in den Grundsätzen und in unseren Leitkriterien schon damals, als diese Lightguns eben aufkamen, Spiele, bei denen man eben direkt mit einer Plastikwaffe auf den Bildschirm schießen konnte und damit keinen Controller mehr in der Hand hatte und damit einen Bruch zur eigentlichen Waffe, die wir im Spiel hatten, sondern eine echte Waffe in der Hand hatte, dass wir damals mit aufgenommen haben, wie wirkt sich eine Peripherie aus. Und Peripherie muss eben in der USK immer mitgedacht werden. Es geht nicht nur darum, dass man einfach visuell das Spiel wahrnimmt wie ein Film, sondern die Gutachter und Gutachterinnen müssen eben auch sehen, wie bewegt sich der Spieler in der Umgebung, wie ist er darin verankert und wie breit ist eben dieser Transferkanal. Und der ist jetzt eben bei VR sehr breit und so wird er eben auch mitgedacht. Mhm. Thilo Hartmann, was würden Sie denn gern wissen aus der Forschung? Was müsste genau erforscht werden, dass man sagen kann, okay, man kann die Risiken minimieren beim Umgang mit virtueller Realität? Naja, ich hätte es in meiner letzten Folie sozusagen nochmal gesagt, langfristige Effekte, denke ich, sind wichtig, wenn man jetzt doch davon ausgeht, dass Leute doch häufiger in der VR sich aufhalten, eben auch in fantastischen Umgebungen, da auch in Situationen konfrontiert werden, die sich realistisch tatsächlich anfühlen, dem selbst gegenüber, aber so eigentlich, die hätte man niemals erlebt im wirklichen Leben, also Ausnahmesituationen. Dann ist einerseits die Frage, gibt es da so eine Art traumatische Erfahrungen? Müssen wir das erstmal machen, jeder, und dann weiß ich, das ist nichts für mich, muss da jeder erstmal durch, sag ich mal? Oder das würde mich interessieren, wie sieht das aus mit diesen traumatischen Erfahrungen, die jetzt anekdotisch hier und da immer wieder berichtet werden, sexuelle Belästigung oder zum Beispiel die Sache mit dem, du meintest, du hast es abgebrochen. Mhm. Das ist ja schon mal was, wenn einer, der sich sehr gut damit auskennt, das macht. Das ist, finde ich, spannend. Und dann langfristige Effekte natürlich, wie verändern wir uns tatsächlich? Das hatte ich angesprochen, das Körperbild, das Selbstbild, Moralvorstellungen. Wenn das eben eine hochrealistische Umgebung ist, dann dürften eigentlich auch die Lerneffekte relativ stark da drin sein. Es ist eben dann auch nicht immer alles so einfach fürs Gehirn, das noch zu unterscheiden, wo habe ich das eigentlich gelernt, nehme ich einfach mal an. Da gibt es auch ein paar theoretische Ansätze zu. Na, das wäre natürlich super spannend, das zu erforschen, über einfach mal jetzt VR-Spieler, Nutzer zu begleiten, 5 Jahre lang und zu sehen, was sich da verändert. Und vor allem, wir sind ja jetzt technisch auch noch am Anfang. Also ja. Irgendein VR-Entwickler hat mal zu mir gesagt, wir sind jetzt in dem Stadium, in dem Pong war 1977, wo man diese beiden Schläge hat mit dem Pixel, der da über den... Und so ist das echt ein bisschen. Also dass Leute, die jetzt nicht so VR-begeistert sind, setzen das auf und sagen, oh, das ist ja total grob pixelig und das Sichtfeld ist nicht groß genug, aber die Geschwindigkeit der Entwicklung, also wie das jetzt gerade losgeht, also wenn man das erste Headset von Oculus von 2013 mit dem aktuellen Consumer-Modell vergleicht, was das für ein Schritt gewesen ist, und dann kann man sich schon vorstellen, dass man in 3-4 Jahren wirklich Headsets hat, auch mit den Datenhandschuhen und so weiter, wo ich mich wirklich kneifen muss, ist das jetzt gerade noch echt? Also dass man irgendwann in so ein in so eine Dimension reinfällt, wo ich nicht mehr genau weiß, ist das jetzt Virtual Reality, ist es echt? Ich glaube, das dauert nicht mehr so lange, bis wir auch haptische Anzüge haben und vielleicht auch Geruchssensorik simulieren können und so weiter. Ne? Also zum Teil wissen wir jetzt ja schon nicht mehr, dass es nicht echt ist. Das Präsenzgefühl ist ja schon ein Beweis davon. Also ganz klassisch in der VR, das kennen wir vielleicht alle, dass man diese Handcontroller dann irgendwann auf so einen Tisch legen will, der in der Virtual Reality da ist, wenn man aufhören will. Ne? Das hat, glaube ich, jeder irgendwann mal gehabt. Ja. Und dann im letzten Moment denkt man, ach, ich kann das da ja gar nicht hinlegen, es ist ja nicht echt. Also es wirkt schon stark auf einen. Also es ist schon wirklich definitiv. Dieses Präsenzgefühl ist da. Aber nochmal, wie wird das in unserem Alltag ankommen? Weil wir reden meistens jetzt über Spiele, über ein paar Filme, aber über Spiele. Ich zum Beispiel spiele nicht so viel, also bin darum gar nicht so davon betroffen, kenne auch viele, die nicht spielen. Wird es wirklich auch eine alltagstaugliche Anwendung, wo nicht nur die Gamer oder so von betroffen sind, sondern auch jeder normale Mensch? Also nicht jeder normale Mensch, sondern auch Nichtspieler? Die Gamer.
Triton. Entschuldigung. Ist ja richtig, ist ja richtig. Also es ist ja jetzt schon so, dass nicht, also hat ja nicht jeder eine Spielkonsole, es hat auch nicht jeder einen Fernseher. Das, also man wird ja nicht dazu gezwungen, VR zu benutzen, aber ich glaube schon, dass in 10 Jahren oder so, dass dann kaum eine Woche vergeht, in der man nicht damit konfrontiert ist, sei es, keine Ahnung, beim Arzt oder so, oder dass irgendwie der Augentest beim Augenarzt in VR gemacht wird oder in der Schule oder in der Uni, dass man eben über die Dinosaurier in der Schule in VR lernt, weil es viel anschaulicher ist. Also ich glaube schon, dass das ein Alltagsobjekt sein wird, aber wir werden ja jetzt nicht jeden Abend nach Hause kommen und das erst als erstes unser Headset auf den Kopf setzen. Das glaube ich nicht. Wer weiß. Nee, das finde ich auch. Ja. Nee. Ich möchte dazu sagen, dass ich schon begeistert davon bin, von dem Konzept, dass man einfach nicht so einen fetten Computer haben muss und so einen fetten Bildschirm, sondern und dass man, also ich, mein ganzes Arbeitsleben, alles, was ich mache und alles, was die Leute machen, die ich kenne, ist am Computer. Mhm. Und es ist für mich ja, ich spiele ganz selten Computerspiele und logischerweise habe ich auch in VR das sehr selten gemacht. Aber was ich halt in VR mache, ist das, was ich sonst am Computer mache. Mhm. Also im Moment, ich schaue halt Filme oder ich gucke was im Internet. Wenn ich dann auch mal meine Tastatur dazu habe, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich dann auch so im Zug arbeite. Oder so, weil es einfach praktischer ist. Ich bin jemand, der ein Sitzriese ist, und wenn ich einen Laptop habe, dann muss ich mal so sitzen. Mhm. Und ich habe hinterher Rückenschmerzen. Wenn ich VR habe, dann habe ich den größten Bildschirm, den ich will, und kann die Tastatur auch entfernt von dem. Kann sein. Da gibt es ja auch schon Software, die so ein Büro simuliert, und dann kann ich ganz viele Bildschirme dahin tun. Bloß ich muss sagen, dass halt die Auflösung dazu noch nicht ausreicht, zu pixelig aussieht. Und ich weiß nicht, da muss man vielleicht auch ein bisschen, also ich finde das ein bisschen gruselig, mich so abzukoppeln, weil ich sehr schreckhaft bin und da hätte ich immer Angst, wenn ich im Zug arbeite, dass dann die Kontrolleurin kommt und mich anstupst oder so. Also da müssen wir auch noch, müssen wir noch Regeln finden, wie wir sozusagen mit Leuten umgehen, die in der Virtual Reality sind. Ne? Früher war das ja auch unhöflich, mit dem Walkman über die Straße zu gehen. Ja, oder beim Handy immer in die Ecke gestellt. Das war in den 80er Jahren das Riesending. Ich erinnere mich noch, wie in der Serie Fame dann sich immer über die Studenten lustig gemacht wurde, die mit dem Walkman rumliefen. Mhm. Heute ist da keiner mehr brüskiert. Nee, stimmt. Aber dass man mal vorsichtig anklopft oder so, dass man sich nicht so erschrecken muss. Es gibt eine Frage von Hajo. Also mit mir geht gerade die Fantasie so ein bisschen durch. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, nehmen wir mal an, ich studiere Medizin und müsste normalerweise relativ komplizierte Dinge so am Menschenversuch machen. Ja. Und ich könnte doch im Grunde, wenn ich mir das so vorstelle, lernen, wie ich beispielsweise operiere und im Grunde dadurch trainiere, als wäre ich in der Wirklichkeit praktisch genau die gleichen Bewegungen und ich habe sozusagen sogar die Suggestion von Wirklichkeit, also auch die Empathie mit dem Patienten zum Beispiel. Also so könnte ich mir tausende von Dingen vorstellen, die ich mir so gerade so als Professor an der Uni im Bereich Medienwissenschaft oder sonst was, könnte ich alle möglichen Dinge simulieren, probieren, Erfahrungen sammeln, durch alte Städte gehen und mir Dinge angucken, vielleicht sogar auch ein Kriegserlebnis mal erfahren oder in Aleppo beispielsweise mal mitbekommen, wie real, Sie haben das ja vorhin schon von den Flüchtlingen beispielsweise genannt. Also im Grunde die Fähigkeit, also um das jetzt mal von dieser nur auf der Horrorseite und Jugendschutz wegzubringen, also die Möglichkeit, damit positive Erfahrungen zu vermitteln, ist doch gigantisch. Es gibt aus Italien ein Konzept, eine medizinische Hochschule, in der sind eben 400 Leute in einem Operationssaal und schauen dem Oberprof beim Sezieren, Auseinandernehmen und Operieren zu. Und davon sind halt nur 4 Leute in echt da. Und der Rest ist halt über VR-Brillen angeschlossen und kann genau gucken. Also überall ist Platz. Jeder steht an seinem perfekten Ort. Jeder kann zugucken. Und man kann genau sehen, wo ist das Besteck, was ist die Handhaltung und sonst was. Und das ist natürlich wirklich ein Riesenvorteil, sozusagen eine Art Fernstudium, die man dabei haben kann und immer den perfekten Platz zu haben. Das haben wir ja bei den Olympischen Spielen in Rio auch erlebt, bei einigen Sportarten.
Sportarten, die auch schon in VR, wenn auch nicht in echtem VR, sondern 360 Grad übertragen wurden, der perfekte Platz, den man halt hat. Das Irre war nur, ich bin totaler Fan von Beachvolleyball und ich gucke es mir auch sehr gerne live an, aber mir fehlt so langsam diese Zeitlupe, echt, das fehlt mir echt wirklich. Wenn man auch im Stadion ist, ich weiß nicht, wie es den Fußball angeht, aber so eine Zeitlupe ist echt was Cooles. Und solange die Auflösung von den Displays halt noch so gering ist, nehme ich das Ding dann auch wieder ab, freue mich über die Shots und Gegenshots, freue mich über die Zeitlupen und über die gelungenen Aktionen, die man nochmal sehen kann. Weil die Realität ist einfach immer so schnell vorbei und da ist so ein bisschen Zeitlupe zwischendurch gar nicht schlecht. Ich glaube mit VR, es hat nur so lange eine Chance, wenn es wirklich kleiner und schmaler wird. Ganz viele Leute sagen, die Zukunft von VR ist überhaupt nicht bei diesen riesen Kisten, bei diesen 1.500 Euro Rechnern, sondern die ist eben im portablen Bereich. Wir haben jetzt schon Smartphones, die haben eine höhere Auflösung als das Vive-Kit, die haben bessere Bildschirme als die Oculus und es ist natürlich einfacher, sich ein 400, 500 Euro Handy vors Auge zu schnallen, wenn da halt eine 12K-Auflösung so langsam drin sein wird. Und dann Hitachi setzt gerade da an den nächsten und das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Dimension und im nächsten Jahr werden dann alle Kabel wegfallen, das ist natürlich schon der erste große Schritt, den wir sehen werden und vielleicht ist wirklich die Zukunft gar nicht so sehr dieses Feste, sondern die Portale. Und damit natürlich auch viel eher Augmented Reality, was ich sowieso viel spannender finde. Dazu würde ich auch gleich noch kommen, nur ganz kurz noch. Das glaube ich übrigens auch, dass die Technikgeschichte zeigt es ja auch, dass alles immer kleiner, portabler wird und dadurch viel besser anwendbar wird. Ist das Potenzial von VR, dass wir vielleicht bessere Menschen werden, empathischer werden? Wir können halt zum Beispiel ich kann als Weiße in einen Schwarzen hineinschlüpfen, als Mann in eine Frau. Ich kann als Erwachsener an mein Kind hineinschlüpfen und gucken, wie es ist, wenn man ausgeschimpft wird. Das hat man ja auch schon probiert in Experimenten. Ist das nicht gut? Werden wir vielleicht wirklich bessere Menschen, empathischere Menschen dadurch? Ich glaube ja, weil jedes Medium hat eigentlich immer als Aufgabe, dem Zuschauer oder Nutzer einen Perspektivwechsel zu geben. Alle Medien, die wir kennen, machen nichts anderes als das. Und wenn Thilo Hartmann so klar bestätigt, dass es noch stärker im Effekt ist, ja, dann ist das auch noch stärker im Effekt. Dann wird das Ziel sozusagen Fakt. Eines Mediums noch, Postfakt. Noch mehr verstärkt. Das ist genau das Gleiche wie, warum liest man ein Buch? Naja, um was zu erfahren, was man sonst nicht erfahren könnte. Wie immer wird das Problem sein, diese Buchleser, die hat man eh schon. Also wir machen jetzt seit über 20 Jahren Jugendschutzveranstaltungen und wir kriegen natürlich immer die gleichen Eltern, nämlich die Interessierten, weil wir sie an Hochschulen in ordentlichen Räumen oder unter den Linden 1 machen. Aber man muss es halt vielmehr halt irgendwo im Saturn um die Ecke machen oder im Real oder im Kaufmarkt, um wirklich die zu erkriegen. Also man kann eine Empathie nicht dadurch forcieren, dass man Menschen, die sich nicht für die Schicksale anderer interessieren, eine 3D-Brille aufsetzt oder eine VR-Brille aufsetzt, sondern das Interesse für Dokumentarfilme, für Empathie und so weiter muss einfach auch schon irgendwie da sein. Und an die Leute werden wir immer rankommen und die Menschen, die besser werden wollen, werden besser werden, ja. Die Frage ist nur, was passiert mit den anderen? Dann nickt auch Thilo Hartmann in dem Fall. Mich würde noch interessieren, Jan Keno, welche ethischen Regeln brauchen wir denn oder welche Regeln brauchen wir denn im Umgang? Also, dass man eben zum Beispiel mal anklopft, wenn jemand in der VR ist oder was wäre ein Rahmen, der vielleicht Umgangsregeln definiert? Ja, das ist ja gerade das Spannende daran, dass jetzt gerade diese ganzen Regeln, die entstehen gerade erst. Das finde ich gerade ganz aufregend sozusagen, das, was wir gerade gehört haben, bei sozialen Virtual Reality Erfahrungen, haben wir gerade schon drüber geredet, wenn man Leuten was an den Kopf werfen kann, dann macht das jeder sofort, weil sofort die Grenzen ausgetestet werden und sofort werden Dinge gemacht, die man in der Realität nicht machen kann. Das ist bei diesem Werfen, finde ich es ganz lustig, weil das ist so eine Art von Kommunikation, so, die nicht wehtut in der virtuellen Welt, aber dass sofort ein Monat oder von mir aus sogar einen Tag, nachdem so ein Virtual Reality Social Programm auf dem Markt ist, dass es sofort Frauen gibt, die sagen, wenn ich hier mit einem weiblichen Avatar unterwegs bin, dann kommen irgendwelche Typen an und grapschen mich an. Aber das ist doch im Programm schon so programmiert, oder? Das habe ich mich vorhin schon gefragt. Man muss es einfach sofort verhindern. Wenn du heute eine soziale Plattform machst, dann muss die einfach sauber und sicher für jeden sein. Und man kann nicht mit einem halbfertigen Produkt auf den Markt kommen, in dem sowas erlaubt ist. Die Firma ist halt tot. Nein, aber definitiv die Firmen, denen das passiert, die haben das nicht antizipiert. Also da bin ich mir ganz sicher, dass das nicht wirklich schwach.
absichtlich gewesen ist. Aber ja gut, wenn man wahrscheinlich die ganze Zeit im Jugendschutz arbeitet, dann weiß man wahrscheinlich, wie Leute drauf sind. Ja. So, ne? Aber ich glaube, wenn man so ein Nerd ist, der einfach so eine Social Experience baut, der kommt da nicht auf die Idee. Dass alles gut geht, ja. Oder man denkt vielleicht auch, wir haben ja auch so ein Problem, dass da viel zu viele Männer in der Branche sind. Die denken auch, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Also die können sich gar nicht da reinversetzen, dass es für Frauen vielleicht unangenehm ist, wenn da einer rumkrapscht. Ja. Weil es tut ja, man fühlt ja nicht wirklich was. Ne? Die Firmen haben dann Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel in der einen Social VR kann man dann so eine virtuelle Blase um sich herum machen und der Gegenüber wird dann sozusagen weggepusht. Sozusagen. Da kann man dann belästigende Leute von sich fernhalten. Das zum Beispiel oder eine andere, da verschwindet die Hand immer. Also wenn ich dir jetzt so nahe kommen würde, dann würde meine Hand in dem Moment immer verschwinden, sodass ich... Okay, man kann dem anderen nicht zu nahe treten. Genau, dass ich dieses Feedback nicht... Das muss ich auch erstmal... Also ich glaube da nicht dran, dass das jetzt die Zukunft ist, da diese Grenzen zu setzen. Was ich erfahre, ist, dass die soziale Kontrolle wahnsinnig stark ist, auch eben im Internet. Wenn die mal funktioniert, ja, wenn man jetzt bei eBay jemanden bewerten kann oder bei Airbnb und so weiter, ich glaube es ja nicht. Es gibt nette Taxifahrer. Wenn man mit Uber fährt, ich habe noch keinen getroffen, der nicht lächelt, der nicht guten Tag sagt, wo das Taxi nicht sauber war, der mir nicht den Koffer getragen hat. Das ist unglaublich, nur wegen dieses blöden Sternchens, was man hinterher gibt, wo es eine ganz klare soziale Kontrolle gibt. Und wenn man einen Taxifahrer hat, von dem der Taxifahrer denkt, dass er mich nie wieder sieht, und ich sitze ja schon drin, ich werde ja nicht aussteigen, es gibt keine soziale Kontrolle, ob er jetzt nett oder nicht nett mit ist, das ändert auch nichts daran, wie viel er verdient. Dann hat man eben ein ganz anderes Leben. Aber die soziale Kontrolle, dieses Dorf wiederherstellen, obwohl die Gesellschaft völlig atomisiert ist, das ist sozusagen das, was hier im Internet immer funktioniert hat. Und deswegen sind die Leute auch so wahnsinnig nett auf eBay. Also es geht darum, es ist selbstregulierend und es geht darum, sozusagen einen Rahmen zu schaffen, nachdem man sich da bewegt. Ich würde, wenn es keine Frage gibt aus dem Publikum, noch mal ganz kurz zur Augmented Reality kommen, weil das ist für mich eher noch so, das ist für mich spooky, ehrlich gesagt. Vielleicht kannst du, Jan-Kedo, kurz mal erklären, Augmented Reality, was ist der Unterschied zu VR? Also der Unterschied ist, dass man bei Augmented Reality fangen wir so an, Virtual Reality, wenn ich da so eine Brille aufsetze, dann ist die Realität weg. Dann ist, wenn die Brille aus ist, ist es komplett schwarz um mich rum und die Umgebung ist komplett künstlich. Und bei Augmented Reality, die setze ich auf und dann nehme ich erstmal meine Umgebung noch genauso wahr wie vorher, nur kann die halt angereichert werden mit Computergrafik oder Videos. Also es könnte, wenn ich dich angucke, dann könntest du einen roten Hut aufhaben, der in Wirklichkeit nicht da ist oder so. Und das Schwierige an Augmented Reality ist eben, meinen Blick mit der Realität zu überlagern. Also, dass das wirklich für mich geometrisch richtig aussieht, weil da muss meine Pupille getrackt werden, wo gucke ich genau hin. Weil wir kennen alle so Augmented Reality-Geschichten oder vielleicht von Handys, die gibt es ja schon seit 5-6 Jahren, wo man auf den IKEA-Katalog drauf filmt und dann sieht man auf dem Handy-Display den IKEA-Katalog, wo dann sich das Möbelstück aufbaut oder so. Aber richtig immersiv, obwohl man, glaube ich, bei Augmented nicht von Immersion redet, wird das erst, wenn das wirklich echt für mich aussieht, wenn das wirklich in meinen Blick eingebunden wird. Und da kommen jetzt die ersten Geräte, die das können. Also Microsoft HoloLens und die Meta-Brille und die aus Florida, wie heißt die nochmal, Magic Leap, das sind so die drei großen Augmented Reality Hersteller. Die haben allerdings alle noch das Problem, dass das Sichtfeld total klein ist. Das heißt, das sieht dann zwar geometrisch perfekt aus, aber wenn ich meinen Kopf ein bisschen bewege und ich aus dem Mittelfeld raus bin, dann hast du den Hut auf einmal nicht mehr auf und dann hast du ihn wieder auf. Und das schafft man noch nicht so, aber das ist wahrscheinlich noch eine Frage der Zeit. Und da, du hattest ja gesagt, dass du das interessanter findest, interessanter als Virtual Reality, diese Augmented Reality, aber das kann sich ja verbinden, dass man irgendwann, wenn man eine perfekte Augmented Reality Brille hat, die kann ja theoretisch auch auf schwarz schalten und mir dann eine komplett künstliche Welt anzeigen. Also das wird zusammenwachsen, diese beiden Formen, denke ich. Denkst du das auch oder wird es das ablösen, VR? Oder ich finde, wir sind ja schon so einen Schritt in die Richtung im Alltag. Wenn ich
Wenn man so die Menschen auf der Straße hier in Berlin beobachtet, sieht man ja, dass sie alle schon ihren augmented Körper haben, weil sie ihr Handy in der Hand haben und dann irgendwas abfotografieren oder scannen oder was eintippen. Und man ist quasi, die meisten Menschen sind ja schon mehrfach am Tag über das Gerät quasi mit der Realität, in der sie sich bewegen, befunden. Und der Schritt von ich habe Google Maps auf, klicke auf die Öffnungszeiten des Ladens, der gerade geschlossen ist, anstatt dass ich jetzt an der Tür lese, lese ich es auf dem Detail. Oder ich habe diesen Facebook-Post, da ist das Gesicht gescannt, weil das zu den Gesichtern gezählt, die meine Freunde sind und dann erscheint der Name und so. Und dann sehe ich das, kann ich es hier abfotografieren und da die Verbindung herstellen. Das ist ja schon alles da. Dass man das jetzt nur in der Brille tut, ändert ja nur das Interface, aber nicht die Funktionalität. Mhm. Und ja, oder? Naja, aber es nimmt ja schon, wie ich die Welt wahrnehme, verändert das. Ne? Nicht nur das, sondern dass du eben auch, also Datenschutz ist in Deutschland ein Riesenthema, bla bla bla, aber das ist natürlich auch viel verbrannte Erde, die da gerade in Europa hinterlassen würde durch den amerikanischen NSA, Prism, Google-Skandal, den wir hatten, wo eben die Leute gesagt haben, wenn Leute mich mit einer Datenbrille angucken und es wird nicht nur mein Bewegungsprofil getrackt, sondern jeden einzelnen Menschen, den ich kenne, mit allen Augen, die sie hier sitzen, dann ist das halt total creepy für viele Menschen, die sich vorstellen, irgendwo hinten sitzt jemand, der all diese Daten zusammenfasst und sieht, sie geht jeden Morgen um 8.15 Uhr nochmal einen Kaffee trinken und sie macht das und das. Also ich hätte mal eine Woche eine Google Glass auf, habe ich selber gezwungen dazu und das ist mir sehr, sehr viel Hass entgegengekommen von den Leuten. Also Leute, die nicht mit mir reden wollten. Und ich habe gesagt, ich filme dich gar nicht. Ja. Weil ich weiß ja nicht, was du machst mit deiner Brille. Genau, verstehe ich auch. Also eben nochmal ein kritischer Punkt. Aber gerade so für Schulprojekte, dass man wirklich in Magdeburg auf dem Hof stehen kann und die Reiter kommen vorbei. Oder es ist ein mittelalterlicher Markt, der eben in AR danach gebaut wird. Und man kann genau sehen, was wird gehandelt, was passiert. Und man kann durch die Gassen laufen und auf einmal kommt ein Angriff oder die Pest bricht aus oder was sich Schüler so alles ausmalen können. Das ist natürlich extrem spannende Sachen, die natürlich in AR für eine Gruppe noch besser funktionieren als in VR. Weil AR hat so ein bisschen den Vorteil, dass den Leuten noch nicht ganz so schnell so schlecht wird. Und du hast immer noch die Kontakte zur Realität und das finde ich sehr viel passabler für die meisten Menschen. Ja, und ist das, Thilo Hartmann, ist das nicht viel, 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 viel schlimmer als VR? Weil bei VR weiß ich ja noch zumindest rational, ich bin da in der virtuellen Realität, aber bei Augmented Reality, da verschmilzt es ja und dann kann ich ja überhaupt nicht mehr unterscheiden, was jetzt echt ist und was nicht. Ja, das virtuell Projizierte wird ja immer noch irgendwo auch erkannt. Das ist, sieht noch nicht, zumindest noch sieht man es. Es sieht zwar schon eindrücklich aus, bewegt sich durch den Raum korrekt und so, aber man sieht, es ist verpixelt oder es ist halt, so lange kann ich natürlich auch immer noch sagen, das ist nicht real, dieses Monster zum Beispiel. Gute Frage, wie es ist, wenn ich jetzt hier eine Illusion wäre, wie das, was das eigentlich für Implikationen hätte. Würden Sie mich anders mir gegenüber sich verhalten oder würde ich anders rüberkommen und so weiter. Wenn ich es mitkriege. Wenn ich eine perfekte Illusion wäre sozusagen. Und das könnte natürlich irgendwann mal passieren, auch in der Augmented Reality, dass das nicht mehr sichtbar ist. Das ist schwierig jetzt darüber jetzt zu spekulieren, was sind die Implikationen. Aber wenn diese Unterscheidung gar nicht mehr da ist, dann fehlt natürlich eine weitere Barriere oder eine weitere Möglichkeit, sich zu distanzieren, würde ich dann auch sagen. Ja. Und da wird sich auf Augmented Reality, das halte ich für... Finde ich sonst nicht so kulturpessimistisch bin, aber das halte ich für echt gefährlich, weil sich der Handel da jetzt schon total drauf stürzt. Es gibt so einen Kurzfilm, Hyper Reality heißt der, kann man auf Vimeo, genau, sich angucken, auf YouTube auch. Ist sehr interessant, da wird so eine Welt gezeigt, die komplett augmentiert ist. Also ich gehe in den Supermarkt und alles ist bunt und ja, kauf mich, guck mich an. Und wenn ich den Joghurt in die Hand nehme, dann tanzt da so ein Männchen drauf und sagt, kauf mich, ich bin total super. Und man kann alles bewerten, man bewertet so mit so einem Fingerstreich den Busfahrer und so weiter. Und das ist... das ist eine Welt, in der ich persönlich nicht unbedingt leben will. Und da denke ich, weil da auch so ein großes Interesse natürlich von der Industrie kommt, um zum Beispiel auch mir im Supermarkt andere Preise anzuzeigen als jemand anders, weil die natürlich genau wissen, der würde für das Produkt mehr bezahlen. Ne? Die versuchen natürlich so viel Geld wie möglich zu verdienen. Da fängt es an, meiner Meinung nach, richtig schwierig zu werden, wenn die Realität, die ja keiner so richtig kennt natürlich, ne, haben wir ja schon gehört, aber trotzdem die wahrgenommene Realität wirklich für mich anders ist als für dich jetzt zum Beispiel, dann fängt es an problematisch zu werden und dann muss da... Ist doch schon längst da. Ist es ja ohnehin schon, ja. Aber wir sind doch schon längst da. Ich meine,
wir werden halt immer wieder in unser Dorf zurückgestoßen. Es ist so ein bisschen so, man hat den Nachbarn, die gucken, was man macht und jetzt, was hat der für eine Hose heute an? Ne? Und ich bin extra in einer großen Stadt, damit ich solche Nachbarn nicht habe. Ja? Und dann ist man aber trotzdem wieder da. Ne? Dann kriegt man da, erscheint man in irgendeinem Facebook-Post und kriegt dann einen Kommentar und so weiter. Man ist dann wieder in diesem Dorf. Man hat immer wieder diese mangelnde Freiheit, aber die zusätzlich halt auch Sicherheit bringt und eine Kontrolle bringt. Nicht? Und ich finde, dass das alles schon, dass wir da schon sind. Also gefühlt, dass der Schritt gar nicht so groß ist. Gut, ich möchte nicht kulturpessimistisch enden, darum vielleicht noch eine kulturoptimistische Frage aus dem Publikum. Hajo, sehr gut. Ich frage mich, ob wir, wie wir hier den Rezipienten einschätzen. Beim Computerspiel, beim Film, beim Horrorfilm haben wir ja so dieses Angstlustphänomen. Das Angstlustphänomen hängt aber sehr stark damit zusammen, dass ich jederzeit die Angst unter Kontrolle habe. Ja, und weil ich natürlich auch, ich kann die Augen zumachen, ja, oder ich kann den Film ausmachen oder das Spiel beenden, oder ich kann mir vorstellen, es ist ja alles nur Fiktion. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dieses gleiche Ich, was Angstlust erleben will, aber nun in die Virtual Reality kommt, fällt es vielleicht sehr viel schwerer. Die Frage ist, ich glaube, niemand setzt sich mehr Ängsten aus und unangenehmen Gefühlen, als es unbedingt sein muss. Also kann es nicht sein, dass derjenige, gerade der empfindliche Mensch, relativ bald lernt, also für mich ist es nichts, und seine Brille seinem Nachbarn schenkt. Naja, man kann sich ja aber auch die nette Teletubby-Welt in Virtual Reality angucken. Ich glaube, da ist die Schnittmenge Leute, die sich, also ich kenne auch viele, viele Leute, die gucken keine Horrorfilme, die spielen keine Horrorspiele, weil sie sagen, das ist nichts für mich, kann ich nicht ab. Die werden natürlich auch in Virtual Reality sowas nicht machen. Aber die Leute, die diese die Angstlust haben, Horrorfans, die finden das natürlich auch in Virtual Reality super. Auch wenn ich vermute, dass die Schwelle, das, was man aushalten kann, die ist geringer in Virtual Reality. Also man kann dann nicht so schlimme Sachen aushalten, wie man sie vielleicht als dann Film... Dann kann man solche Sachen wahrscheinlich auch gar nicht mal so produzieren, wenn ich merke, genau. Das sehen wir jetzt gerade mehr so. Leute ja. Verärgern und die kaufen das dann nicht mehr und zahlen sich zurück. Also ich denke, ja, ich bin ein Freund der Selbstregulierung. Also ich glaube, da wird sich das einfach selber... Naja, aber in der Hinsicht ist Virtual Reality auch wirklich ein gefährliches Tool, weil man kann da echt heftige Sachen machen. Man kann wirklich in kürzester Zeit eine ganz starke Übelkeit hervorrufen. Das ist fast noch harmlos, aber man kann, haben wir schon drüber geredet, man kann wahrscheinlich echte, harte Traumata hervorrufen. Und also man hat schon als VR-Entwickler eine sehr, sehr große Verantwortung. Also Und niemand will der erste VR-Entwickler sein, wo jemand stirbt. Und ja, genau. Das ist einfach mal ganz klar. Ja. Also ich bin, das klingt total heftig, aber ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der eine Vorerkrankung hat, dass man in der Lage wäre, so jemandem so einen Schrecken in VR einzujagen, dass da womöglich, oder dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dann einen Herzinfarkt zu erleiden als woanders. Okay. Und das wird medial garantiert ausgeschlachtet. So optimistisch. Wir machen jetzt Schluss mit der Dystopie. Ja, noch eine Frage aus dem Publikum. Oder eine Freude einjagen. Ja. Nur ergänzend, Thilo, was waren gleich nochmal die Eckpunkte von diesem Code Metzinger, Code of Ethical Conduct? Da war doch genau das auch besprochen. Zum Beispiel, was du auch schon gesagt hast, Marek, es wird nicht erschreckt und es wird nicht über die Maßen Angst eingejagt. Kannst du dich erinnern, wie die Punkte waren, die da so angesprochen wurden, worüber wir uns verständigen sollten? Das ging schon viel über die Intensitäten und eben die Nachwirkungen davon tatsächlich. Aber alle Eckpunkte kann ich mich ehrlich gesagt jetzt nicht erinnern. Von dem, Entschuldigung. Ich kann mich auch erinnern, dass es bei ihm auch sehr stark darum ging, was eben alles noch erforscht werden muss. Ne? Also wir haben ihn nämlich mal interviewt und er sagte ja auch, was alles erforscht werden muss, nämlich die Langzeitwirkung vor allem. So, ich würde die Runde jetzt, wenn es nicht noch eine Frage aus dem Publikum gibt, alle völlig erschlagen von der virtuellen Realität, würde ich die Runde schließen. Vielleicht noch mit einem Ausblick, das wäre doch was Schönes. Also ihr habt die Wahl auf einen positiven oder einen negativen Ausblick, was uns da bevorsteht. Robert, wir fangen mal bei dir an. Ich glaube, das wichtigste Wort, was heute gefallen ist, aus meiner Sicht, ist Atomisierung. Ich finde, dass man
wir machen diese Diskussion jetzt, hat mir nochmal bewusst geführt, wie wahnsinnig jeder doch in seiner Welt lebt und wir doch nebeneinander sitzen können. Und das Internet, wo alles möglich ist, hat ja interessanterweise wirklich dazu geführt, dass alle Posts, die ich auf Facebook lese, haben die gleichen politischen Meinungen. Ich werde nie mit einer anderen Meinung konfrontiert. Ne? Und auch selbst wenn ich solche Freunde hätte, weil ich deren Posts nie like, sehe ich sie nie. Und so geht es ja. Früher habe ich die Zeitung gelesen und es gab immer Artikel, die ich ätzend fand oder Meinungen in der Zeitung, die ich überhaupt nicht geteilt habe. Artikel, deren Meinung ich nicht teile, finde ich gar nicht mehr. Weil ich automatisch auf Artikel komme immer, die so politisch und gesellschaftlich dem, was ich so sehe, entsprechen. Und die Gefahr, in Anführungsstrichen, ist, dass man so sein Dorf findet, was irgendwo mit der Welt verbunden ist. Und gleichzeitig hat es aber auch eine, finde ich es auch was Tolles. Ich finde es toll, dass wir nicht so an einen Ort gebunden sind. Und ich finde Entterritorialisierung und Auflösung der Grenzen und überhaupt Gleichheit für alle Menschen tolle Sachen. Und das schaffen wir nur so. Das schaffen wir über, also diese Globalisierung und Virtualität hängen zusammen. Ja, weil auf einmal der Arbeitsplatz hier in Berlin genauso ist wie der Arbeitsplatz dort in Asien oder Afrika. Danke. Bei uns in der USK ist das Thema VR so langsam schon wieder am Boden, das muss man einfach sagen. Wir sehen, dass die Verkaufszahlen nicht besonders hoch sind, wir sehen einen hohen getragenen Hype. Die amerikanische NPD, die nicht zu vergleichen ist mit der deutschen NPD, weil es sich um ein Wirtschaftsforschungsinstitut handelt, die hat den Forecast für VR von 8,8 Milliarden auf 4 Milliarden, auf 2 Milliarden gesenkt innerhalb von einem Jahr, weil einfach diesem Hype nichts gerecht werden konnte. Es fehlen die großen Spiele, die großen Inhalte. Von meiner Seite ist es wahrscheinlich auch erstmal die letzte große VR-Veranstaltung, weil ich jetzt 8, glaube ich, in diesem Jahr hatte. Und jetzt ist auch mal gut und dann ist vorbei. Und wir sehen an den Prüfzahlen, die wir haben, dann den Verkaufszahlen, dass es eine Nische ist und ein kleines Segment ist. Aber die Zukunft wird eben wirklich nicht in den Riesendingern da draußen sein. Deswegen glaube ich nicht. Das ist mein positiver Kulturabschluss. VR ist nicht so wichtig. Alles klar. Das ist die Kurve. Das ist das Tal der Enttäuschung. Der Pfad der Erleuchtung wird noch gefunden werden. Der ist nur so ein bisschen höher. Das halten wir aus. Ja. Thilo Hartmann. Ja, ich finde, aus medienpsychologischer Sicht ist es halt schon ein machtvolles Instrument sozusagen, wo man ein Medienerlebnis hervorrufen kann, was so noch nicht möglich war. Und jetzt ist halt die Frage, wie man es nutzt, also was für Inhalte werden produziert. Man kann es zum Guten wie zum Schlechten nutzen, natürlich wie jede Plattform. Und hier liegt eben auch viel Verantwortung in den Leuten, die Content produzieren und auch bereitstellen, denke ich. Ja, ich teile übrigens auch die Skepsis mit. Wir wissen echt noch nicht, ob das ein Massenmedium wird oder nicht. Das kann auch sehr gut wieder mal ein Hype sein, der jetzt erstmal wieder vorübergeht. Also für Reisung, Porsche und IKEA. Und ja, Porsche ist das super, aber. Das ist immer noch nicht das Handy, das ist nicht das iPhone. Genau. Ne. Danke. Ja. Ja, finde ich sehr gut. Also ich finde, das sollte jetzt auch gar nicht alles so pessimistisch klingen, sondern dadurch, dass Virtual Reality so starke Emotionen hervorrufen kann. Dadurch ist es natürlich auch gefährlich, aber dadurch ist es natürlich auch total geil, weil man dadurch total tolle Sachen machen kann, die vorher noch nicht möglich gewesen sind. Und ich sehe auch übrigens die Zukunft nicht zwingend in Spielen, auch wenn ich glaube, dass da ganz neue Spielerfahrungen auf uns zukommen und dass diese Nische wahrscheinlich auch im Spielebereich immer bleiben wird. Aber ich finde halt gerade eben so spannend, dass da im Wochentakt neue Dinge entstehen und neue Erfahrungen entstehen, wie Google Earth jetzt zum Beispiel ganz neu, wo vorher nie jemand gedacht hat, dass das in VR funktionieren kann. Und ich glaube, dass das jetzt noch ein paar Monate so weitergeht oder ein paar Jahre und darauf freue ich mich sehr. Alles klar, ich glaube, der Abend ist gerettet. Vielen Dank an diese Runde, vielen Dank fürs Zuhören. Möchtest du noch was sagen, Hajo? Ja. Und ich glaube, man kann auch noch testen draußen. Ne? Man kann noch VR testen draußen. Also ich sage jetzt was zur ganz normalen Realität. Draußen gibt es was Schönes zu essen und es würde mich freuen, wenn Sie noch ein bisschen da bleiben würden und wir noch ein bisschen plaudern könnten und das Ganze nochmal sozusagen beim ordentlichen Wein ein bisschen reflektieren würden. Danke.